So Leute, herzlich willkommen zu der schrecklichsten Musik, die es jemals gibt. Ja, ich hasse die Musik. Grund, abgrundtief. Deswegen hoffe ich, dass wir so schnell wie möglich hier verschwinden. So, aber vorher müssen wir zu dem guten Zophorus, der hier ist. Mein. Oh, Gosma und Takeiro ist auch dabei. Schön, dass ihr wieder da seid. Und, habt ihr meine Nachricht bekommen? Angekommen ist sie, aber die Nachricht war unvollständig. Wir haben nichts verstanden. Was war da? Ach so, seltsam. Egal, jetzt können wir ja auch mit einer reden. Also, was ich eigentlich wollte, war folgendes. Ich habe hier etwas für dich, Takeiro. Los, nimm schon. Meisterball. So, Takeiro, jetzt mach dich mit Cosmo zusammen rasch auf den Weg. Zerschlage diese schreckliche Organisation, die den Weltfrieden bedroht. Alles klar? Und damit hauen wir so schnell wie möglich aus dieser Scheißstadt ab. Ich hasse die Musik. Gut, die Musik vom Lagerturm finde ich auch nicht doller, aber sie ist erträglicher. Müssen wir jetzt hier? Ne, wir müssen geradeaus. Und dann erstmal Jig-Jag. Das ist total klasse. So, dann setzen wir mal ein. Die rote ID-Marke. Ups, die grüne. Ach cool, dann haben wir sie jetzt alle nach der Reihe auch erledigt, ne? Blauer. Und die gelbe. So, damit ist die Tür offen und ein scheiß Gegner. Moment, ihr beiden, hier geht's nicht weiter. Doch, geht's. Scheiß Baton. Maskeregen und Ariados. Ich glaube, Ariados ist das Krypto. Ne, doch nicht. So. Drei Pokémon, das gefällt mir. Geht schnell, der Kampf. Ja, und besonders, weil wir so stark sind. So, der Hauptgrund aber, warum ich so trainiert habe, sehen wir, wenn wir hier weiterspielen. Oscaraborn. Du bist ein Krypto. Gut, dadurch geht der Kampf jetzt ein bisschen langsamer. Jau! Ja klar, ich mache auch einfach einen Volltreffer. Am Arsch, Alter. Ja, ich hoffe, Scaraborn geht jetzt nicht per One-Hit raus. Das wäre so geil, ey. Ah, Mann, ey. Wir kämpfen zwar gegen den Typen hier noch einmal, aber... Also jetzt... Das nervt der Hauptsache. Nee, überhaupt nicht. Oh cool, paralysiert. Ey, es wird endlich mal auf Nachtara draufgehauen. Mensch, was ist das denn, ey? Ja, ich bin echt überrascht, dass Nachtara nicht mehr Schaden bekommt. Also klar, der Schaden war jetzt schon ordentlich, ne? Schade, mal wieder.
Man merkt schon, wo die Prioritäten stehen. Immer noch da, immer Psyana. Mensch, ich habe keinen Bock, den Zickzack schon wieder zu laufen. Nee, ist echt nervig. Immer Zickzack zu laufen. Danke. Wollte nur Psyana downlegen, ne? Klasse. Tja. Hätten sie mal, ne? So, und jetzt darf ich dank dem Typen mal wieder la zum Heulen gehen. Ich hasse sowas, wirklich. Wieso müssen die Gegner das eigentlich immer wieder machen, dass sie mich schön zum Heilen rennen lassen. Das nervt richtig. So, jetzt gehen wir endlich durch diese Scheißtür. Was denn? Takiro, ich hab's geschafft. Auf der CD-ROM ist eine Liste von Krypto-Pokémon, aber ich konnte sie bisher nur teilweise wiederherstellen. Ich schicke dir die Daten der 29 Krypto-Pokémon, die ich schon identifizieren konnte. Später mehr. Alles klar. Alles klar, Lurbat, ein Tyrakon und ein Metacross. Wow, ein Metacross. Trommelwirbel bitte, Fanfare, Beifall, Hurra. Seit der Öffnung des Turms bist du genau der tausendste Gast. Das glaubst du doch nicht wirklich, schließlich ist heute der gerade mal der Tag der Eröffnung. Alles klar. Warum hat er mich jetzt herausgefordert? Hm. Warum Schutzschild? Warum Muggelhieb? Okay, ist immer noch ein Unlicht-Pokémon. Ich war mir nicht mehr sicher. Ja, Kollege, es reicht langsam mal mit deinen scheiß Schutzschilden. Ein Lombrero. Oh, mal kein Krypto-Gegner. Ja, es gibt auch noch Tara noch, ne? Wow, Mogelhieb. Ich hätte nicht gedacht, dass man das so oft spawnen kann, ey. Aber der Angriff ist doch sowas von schwach. Das bringt es. Wow, du kannst einmal zurückschrecken. Tja, wirst du trotzdem in der nächsten Runde gehimmelt. Das bringt's voll. Das
sind immer nur diese lächerlichen Verzögerungstaktiken. Ne, ich meine, am Ende finde ich dich sie ja eh, ne? Mich hat der Kampf eher in Rage gebracht. Nee. Sprechen wir die Dame hier vorne mal an. Willkommen im frisch eröffneten Lagerturm. Wie wäre es, ein kleiner Kampf zur feierlichen Eröffnung? Warum nicht? Ne, ich muss nur abhaken, ob die alle Krypto-Pokémon haben. Nur aus Just for Fun. Auch wenn ich wieder begeistert bin, dass hier natürlich mal wieder Stahl-Pokémon da sind. Schafft euch neue bzw. andere Pokémon an. Nervt richtig immer. Wieder ein Stahl-Pokémon. Mensch, so langweilig. Und dann noch so antacken, ne? Komplett verständlich. Stehe ich einfach nicht. Nö. Extra nicht. Ja, danke. Alles klar, danke. Ein Baldorfisch und ein Seba. Okay. Wie gesagt, ich gucke nur nach, ob die Krypto-Pokémon haben, sonst hat es jetzt keinen speziellen Sinn gehabt, gegen die zu kämpfen. Na, vielleicht ein bisschen Training. Training kann man eigentlich immer gebrauchen. Artillerie, okay. Ja, so kann man auch machen. Einfach mal nur nett. Mit Finte, cool. Gefällt mir. Impergator. Für mich eins der besten zweite Generation Pokémon, die es gibt. Ich mag Impergator. Dass er stehen kann. Alles klar. Warum?
Alles klar, wir gehen jetzt mal hier links rein. Will hier wohl reiche Persönlichkeiten aus aller Welt versammeln und ein Riesenvermögen und schaffen. Aber dafür brauchen sie doch bestimmt eine Attraktion, auf die die Leute aufmerksam werden. Genau, natürlich dafür sind die Kämpfe mit Krypto-Pokémon gedacht. Hast du ein Krypto-Pokémon? Dann bist du definitiv auf meiner Liste. Auch wenn ich gerne Vulnona als erstes vernichten würde. Seitdem wir im Labor so derbe gegen Magneton gefailt haben, ey, will ich das mal als erstes himmeln. Jedenfalls, wenn es möglich ist. Oh, Hitzekoller. Auf! Ja, warum frage ich eigentlich? Es gibt nur ein einziges Pokémon. Wenn ein Attacke kommt, dann ist zu 99,9% im Absianen das Ziel. Ich weiß nicht wieso. Ist einfach so. Haben wir in diesem Let's Play ja schon sehr, sehr oft gesehen, dass wir das einfach gemacht haben. Ach ja. Na, warum auch nicht, ne? Ist egal. Himmeln das Pokémon ja sowieso. Jetzt die Chinesen. So. Du hast keinen Griff der Pokémon. Wieso laberst du denn so scheiße über Griff der Pokémon? Und kapiert, Kämpfe sind immer eine Attraktion, egal wer gewinnt und verliert. So Leute, mit dem Spruch hören wir jetzt aber für heute auf und sehen uns im nächsten Part von Pokémon Kolosseum wieder. Bis dann und haut raus. Ciao.